Willkommen zu Dein360. Hier stelle ich euch BBL-Athleten näher vor und nehme Skills, Karriere und auch die Persönlichkeit 360 Grad unter die Lupe. Mein erster Gast, Kostja Muschidi vom MBC. In jungen Jahren führte ihn sein Weg bis fast in die NBA, dann folgte der Absturz, Drogenprobleme und jetzt kämpft sich der erst 25-Jährige seinen Weg zurück ins Rampenlicht. Ich bin Paul Gudde und das hier ist Dein360 mit Kostja Muschidi. Willkommen in meiner Stadt. Digga, das erste Mal hier. Weißenfels. Freut mich, dass wir es schaffen, Mann. Schön, dich zu sehen. Alles gut. Bei dir? Wie geht's dir? Gut, bei dir? Ja. Alles gut? Alles gut, ja. Dein Zuhause? Auf jeden Fall. Hier ist ein besonderer Ort für mich auf jeden Fall. Muss das glaube ich. Jetzt geresigned? Geresigned und generell hier habe ich wieder Leben bekommen, eine Karriere. Deswegen, ich bin happy, hier zu sein. Ich freue mich, deine Geschichte zu erzählen. Lass uns yes, hin. Yes, appreciate it. Na geil. Du hast schon gesagt, bist jetzt hier beim MBC angekommen. Der nächste Step steht bevor, aber wir wollen trotzdem noch mal ein bisschen zurückblicken. Wir fangen ganz von vorne an, wo es angefangen hat für dich. Und wir haben was Kleines vorbereitet und mitgebracht. Schau einfach mal rein und schau dir an, was dieser junge Mann zu sagen hat. Wo habe ich Kostja das erste Mal gesehen? Ich war damals Trainer einer U12-Mannschaft in Düsseldorf. Und ich weiß nicht mal, wer es war, aber irgendein Kollege von ihm hatte ihn mit zum Training gebracht. Und da war sehr, sehr schnell klar, dass Kostja ein außergewöhnliches Talent ist. Auch wenn er noch nie Basketball gespielt hatte, hatte er ein absolutes Ballgefühl. Seine athletischen und körperlichen Fähigkeiten waren natürlich sehr beeindruckend. Wie alt warst du da? Was verbindest du mit dieser Zeit? Und wer war vor allem der Kollege, dem wir alle zu verdanken haben, dass du zum Basketball gekommen bist? Der Kollege ist Justin Durchschlag. Shoutout to my best friend. Und ja, ich habe früh angefangen, alle Sportarten auszuprobieren. Mhm. Und dann mit 10, 11 habe ich dann den Ball das erste Mal wirklich richtig angefasst, dann beim Training. Und hatte direkt Spaß bei der ganzen Sache. Und ich muss sagen, am allerersten Training habe ich geweint. Ich habe den Ball gedribbelt beim Aufwärmen. Dann ist mir der Ball ein paar Mal versprungen. Und dann bin ich zu meiner Mutter gelaufen, habe geweint und meinte, ich will nicht mehr Basketball spielen, ich kann das nicht. Aber da kann ich auch schon raushören, dass der Ehrgeiz damals schon in dir drin war. Wenn du gesagt hast, der Ball ist versprungen, du hast vielleicht auch höhere Erwartungen an dich gehabt. Im Basketball ist, glaube ich, ein Spiel, da braucht man ein bisschen. Ne? Es dauert, bis man die ersten Erfolge hat, bis der erste Layup sitzt. Und das zeigt mir jetzt schon, dass da ein bisschen mehr in dir war oder du einfach schneller, besser sein wolltest wahrscheinlich, auch schon in den Anfängen. Ne? Definitiv, weil ich wollte immer schon gewinnen. Mhm. Für mich war Gewinn immer wichtig. Als Kind habe ich immer geweint, wenn ich nicht gewonnen habe, egal in welchem Spiel. Mhm. Und diese Motivation ist auf jeden Fall immer noch da. Also ich spiele, um zu gewinnen und nicht, um zu spielen. Ja. Und von daher war früh schon klar, ich will diesen Sport so an mich reißen und ich will besser werden. Und die Frustration ist dann sehr schnell transformiert, ist dann sehr schnell umgewandelt in Motivation. Nice. Das heißt, das war deine erste Station, ART, die Anfänge. Und dann ging es für dich, glaube ich, nach Rhöndorf. Yes, sir. Kooperationsmodell Bonn-Rhöndorf und gleichzeitig auch an den Hagerhof ins Internat, oder? Auf jeden Fall. Also ich war dann an einem Wendepunkt, wo ich auf BBL spielen wollte, musste. Ja. Aber habe mich dann für Bonn entschieden damals, weil das Programm gut war und weil ich die Jungs gerne hatte. Und Hagerhof, dann habe ich wirklich laufen gelernt, sage ich mal. Und habe dann da früh schon angefangen, hart zu trainieren. War weit von zu Hause für mich damals. War auch schwer. Hatte mit Heimweh zu kämpfen, habe viel geweint, wieder mal. Das hat mich alles stärker gemacht. Und nach ein paar Monaten war ich dann wirklich schon zu Hause. Und Hagerhof ist ein toller Stützpunkt, um sich weiterzuentwickeln, glaube ich. Wie war das Internatsleben für dich? War viel auf jeden Fall. Erstmal Basketball war viel. Ich habe direkt mit den Jungs, mit den Profis mittrainiert von der Pro B. Mhm. Und mit 14 war das schon ein Riesenschritt für mich. Oder 13,5, 14. Ja, dieser Männer-Level. Das zu halten irgendwie war schwer. Ich wurde sehr viel gebullied, sehr viel rumgeschubst. Mhm. Und wurde auch ins kalte Wasser geworfen. Aber es war gut für mich. Und ich muss sagen, ich habe gar keinen Druck gespürt. Mhm. Für mich war das einfach nur ein Basketball, es hat einfach Spaß gemacht. Es ist einfach meine Leidenschaft, immer noch. Aber ja. Damals war es einfach so ein Ablassventil für mich. Ich habe immer sehr viel Scheiße gebaut drumherum vom Basketball. Ich war ein schweres Kind. Ja. Ich bin von ein paar Schulen geflogen, ja. Hatte ein paar Probleme. Und mit Basketball konnte ich dann immer
sage ich mal, meine Energie da rauslassen. Ich kann mir vorstellen, dass auch das Internat als solches dir so ein bisschen einen Rahmen gegeben hat. Du hast gesagt, du warst schon jemand, der auch gern off the court ein bisschen wilder unterwegs war, schon in jungen Jahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Internat für jemanden, der gern mal links und rechts unterwegs ist, auch schon noch quasi wie so ein Elternhaus in gewisser Hinsicht fungiert und dich so ein bisschen im Zaum hält. War das definitiv, so? War ja? Auf jeden Fall so, hast du richtig erkannt. Okay. Ja, safe. Dann kommen wir nämlich zu deiner nächsten Station. Du hast dich entschieden, nicht in Deutschland zu bleiben. Das heißt, woran lag das? Hat dir Bonn da nicht die richtigen Ausblick geben können? Oder wie ist da die Entscheidung gefallen, einen Move zu machen, der eigentlich unüblich ist, gerade in so einem Alter, und dann nach Straßburg zu gehen? Also es kam viel zusammen auf jeden Fall in dem Sommer. Ich wollte unbedingt dann bei den Profis jetzt voll dabei sein. Ich hatte das Gefühl, ich bin ready. Ich hatte in den U-Nationalmannschaften U18, U16 dominiert. Ja. Damals war es nicht so wie jetzt, wo deutsche Spieler einfach ins kalte Wasser geworfen werden und spielen können, dürfen. Damals war ein deutscher Spieler sehr selten auf dem Feld. Und war schade, aber so ist das Leben als Sportler. Das heißt, du hast den Weg nach Straßburg dann gefunden, dein erster Profivertrag. Ja. Ne? Das erste Mal Geld auf dem Konto. Ja, Mann. Immer noch ein junger Typ. Ja, Mann. Und auf einmal fällt das Internat als Rahmengeber weg. Wie war das für dich dann, die Zeit in Straßburg? Ich kann mir vorstellen, neue Schule, auch nicht einfach. Ja, wie war da so die erste Zeit vor allem? Also, es war das schwerste Jahr, das ich in meinem Leben hatte, auf jeden Fall. Man könnte jetzt denken, klar, ich spreche die Sprache und es ist ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem ein neues Land, neue Kultur. Komplett. Alleine? Alleine. Und wie du gesagt hast, das Internat hat mir immer so einen Rahmen gegeben, der war dann weg. Und ich war ein bisschen im Wind am Rumfliegen und ich habe versucht, dann alles selber zu managen, aber es war auch sehr schwer und da hatte ich erst mal mit so richtigen Down-Phasen zu kämpfen, wo ich dann einfach so 3-4 Stunden in einem Park gesessen habe auf der Bank, auf dem Handy so YouTube-Videos geguckt habe, so Basketball-Videos einfach geguckt habe oder gewartet habe, bis das Training dann anfängt, abends um 8. Also ich hatte sehr viele freie Stellen, ja, die ich alleine füllen musste. Ich hatte nicht wirklich einen Rückzugsort oder so, von daher war ich am Rumschlendern durch die Stadt. Ja. Es war nicht einfach auf jeden Fall. Und ich glaube, du bist dann zu einem Einsatz gekommen, zumindest im ersten Team. Ja, ja. Hast dann in der zweiten Mannschaft gespielt. Yes, ja. Und auch so ein bisschen vielleicht nicht das gefunden, was du dir erhofft hast. Erzähl mal den Prozess, wie das dann den nächsten Schritt gemacht hat. Nimm die Leute mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Sozusagen. Ja, das war ganz krass auf jeden Fall. Ich war gar nicht ready dafür. Das Albert-Schweizer-Turnier. Das Albert-Schweizer war im März, glaube ich, April, irgendwie sowas, Anfang des Jahres. Man Fall. Muss dazu sagen, das ist eins der renommiertesten internationalen Jugendturniere und wirklich eine Bühne für junge Spieler, um sich auch zu präsentieren. Das heißt, wenn man da gut performt, wird man gesehen, auch noch mal über die europäischen Hingrenzen hinaus. Ne? Amerika ist langsam ein Thema, genau. Wo du auch gesehen worden bist. MVP geworden bin. Also ich kam von der Bank, konnte trotzdem MVP-Titel ergattern, aber ich muss sagen, da war mir scheißegal, wir haben das Ding gewonnen. Ja. Mit den Jungs, die ich gerne habe. Und es war alles so schnell auf einmal. Auf einmal war ich dann MVP, wir haben gewonnen und dann kamen Leute mit Anfragen. Und dann, wo die Serben halt um die Ecke kamen, also Mischko, war für mich ganz schnell klar, okay, da ist was. Das könnte wirklich was Besonderes werden. Und dann war ich auch noch direkt weg. Ja. Man muss sagen, sehr viele NBA-Spieler wurden aus diesem Programm hervorgebracht. Und das war wahrscheinlich auch schon das, was ich mir vorstellen kann, womit die so ein bisschen gelockt haben und gesagt haben, guck dir unser Programm an. Wir haben x NBA-Spieler produziert. Wir könnten uns vorstellen, dass du der Nächste bist. Have you experienced this with the broadcast? I play in Serbia, brother. Du weißt, ich war neulich in Belgrad, hab dir was Kleines mitgebracht, mach einfach mal auf, guck mal, was es ist und schau mal, was du mit dieser Zeit verbindest. Nice, Mann, OKK. Shout out to OKK, OKK MBA, ihr Butte. Die Jungs ist mir scheit, Mann. Das heißt, du bist rübergegangen? Ja, Mann. Ich war happy, so endlich mal so als voll Profi irgendwo anzufangen, weil ich musste immer noch in Straßburg zur Schule gehen. Das musste ich dann bei Megalex nicht mehr und ich war einfach happy, jetzt nur noch Basketball zu spielen. Meine eigene Wohnung zu haben, ordentlich Geld zu haben und all diese Sachen halt zu genießen, die man hat als Profi. Natürlich
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du hattest eine Bühne auf einmal, wo du wusstest, wenn ich da gut performe und gesehen werde, ist die NBA, die vielleicht vorher noch irgendwie ein Traum war, als du dir die Videos in Straßburg angeguckt hast von Basketball, und das wird viel NBA-Input wahrscheinlich auch gewesen sein, dass du da gedacht hast, okay, das ist der nächste Schritt. Du hast dich da als Spieler auch sehr gut entwickelt. Ja. Das ist die eine Seite. Aber durch die Intensität von beidem, dem Leben off the court, dem Leben on court, hattest du dann, glaube ich, nach einem Jahr die erste Verletzung. Also erstmal, erstes Jahr war super, muss ich sagen. Ich habe auch Champions League gespielt, direkt international. Und da habe ich auch gemerkt, so, dass ich mich sehr schnell anpassen kann an Level. Und da habe ich auch gemerkt, so, ey, NBA kann ich packen, weil ich kann mich schnell anpassen an das Level. Und ich wollte eigentlich gehen, aber ich war mir nicht so sicher. Ich war noch 18 und die Jungs meinten, oder die Agenten meinten, ich soll noch ein Jahr bleiben. Um deine Chancen beim Draft zu erhöhen, vielleicht in der ersten Runde gedraftet zu werden. Der Draft bringt neue Spieler in die NBA und ist natürlich sehr, sehr wichtig für jeden, der den Traum hat, seinen Namen auf diese Liste schreiben zu lassen. Ja, und man kann diesen Namen auch wieder runternehmen. Das heißt, auf den Rat deiner Agenten und deinem Umfeld in Belgrad hast du dich dann entschieden, nochmal sozusagen den Namen von der Liste zu nehmen, um dich ein Jahr noch besser vorzubereiten, noch bessere Stats abzuliefern und dann höher gedraftet zu werden. Das war der Plan, ne? Das war der Plan, genau. Hast du sehr gut erklärt. Und dann kam Injury halt Anfang des zweiten Jahres. Und dann hieß es erstmal Ermüdungsbruch. Und das war halt mein NBA-Jahr. Und ich wollte halt schnell zurück. Und dann bin ich vielleicht ein bisschen prematurely, ein bisschen zu früh wieder eingestiegen. Ja. Und habe mir nach 3 Wochen dann wieder die gleiche Verletzung zugezogen. Ja. Und dann war die Saison eigentlich gelaufen. Da hatte ich eine Schraube im Fuß. Im dritten Jahr habe ich nochmal versucht anzugreifen. Aber wenn du verletzt bist ein ganzes Jahr, brauchst du auch ein Jahr, um wieder zurückzukommen. Du kannst einfach direkt wieder der Gleiche sein. Auf jeden Fall. Und von da hatte ich zu kämpfen, weil dann habe ich zum ersten Mal den Druck gespürt im Basketball. Ich hatte davor nie so Druck oder Stress oder ich habe einfach gespielt. Ja. Aber da war es so, okay, mein drittes Jahr bei Megalakes, jetzt müsste ich eigentlich dieses Jahr gedraftet werden. Das heißt, ich muss jetzt performen. Mhm. Und das hat mir so viel Druck gemacht, dass ich gar nicht frei aufspielen konnte. Ja. Dann liefen andere Sachen nicht so gut im dritten Jahr. Dadurch wurde ich dann halt ins Farmteam geschickt von Megalex. Da kommt OKK. OKK ins Spiel. Das war eine Tiefphase meiner Karriere auf jeden Fall. Da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Und es war sehr, sehr hart für mich auf jeden Fall. Das heißt, viel Druck. Auch Druck natürlich sowohl von außen, kann ich mir vorstellen. Die Leute kriegen mit auf einmal, du spielst nicht mehr bei Megalex, sondern bist downgraded worden sozusagen zu OKK in die serbische Liga. Ja. Wie war das für dich mit der Situation? Schwer. Ich habe es erstmal versucht zu verdrängen, oft, dass es nie passiert ist so richtig. Ja. Aber es war natürlich trotzdem hart zu sehen, wie Jungs, die eigentlich schlechter waren als ich, in Anführungszeichen, in der NBA spielen. Ja. Und ich immer noch rumgucke irgendwo bei OKK. Ja. Aber an sich verarbeiten war ganz, ganz schwierig. Da habe ich auch ein bisschen länger noch gebraucht und Hilfe auch gebraucht, um das dann zu verarbeiten, klar. Ja. Jemand, der 2 Jahre vorher noch davon geträumt hat und gedacht hat, ich bin bald in der NBA. Ja. Jetzt bist du in Deutschland, in Braunschweig. Nach der schwierigen Zeit in OKK doch wieder so eine Chance. Wie hat sich das angefühlt, dann deine ersten Spiele in der deutschen Bundesliga zu machen? Also ich dachte mir erstmal schon mal so, nicht schlecht so. Ja. Also nicht schlecht so. Geschafft erstmal, erste Liga Deutschland. Man weiß halt nie mit 14, 15, ob man es wirklich schafft. So. Es kommt immer viel dazu, jedes Jahr. Von da habe ich schon so ein gewisses, Stolz war auf jeden Fall da, das geschafft zu haben. Klar, NBA war das Ziel, aber ich wusste, dass ich über die deutschen Basketballhallen in die NBA kommen kann. Okay, du hast es schon als Zwischenstopp gesehen, genau, und nachher genau, den nächsten Schritt. Ich dachte mir so, okay, ich versuche jetzt alles zu zerstören in Deutschland, um mich dann aufmerksam zu machen für die NBA, so wie Dennis mal gemacht hat bei Braunschweig. Ja. Von daher war das Ziel für mich immer noch klar vor Augen und ich dachte mir, okay, jetzt BBL, ich rasiere alles und dann geht's ab in die NBA. Ja, dann hast du bei Braunschweig nicht allzu viele Spiele gemacht, als du das erste Mal da warst. Ja. Bin mir gar nicht sicher, wie viele es waren. 12. 12? Erste Saison waren es 12. Saison, dann wurde ich im Dezember entlassen. Ja. War eine schwere Zeit. Ich hatte die Sachen aus Belgrad mitgenommen, meine Bad Habits nach Deutschland. Ja. Hast du in der Zeit, wie war das für dich? Hast du in der Zeit viel trainiert? Hast gesagt, ich muss zurückkommen? Bist du wieder in so ein Loch reingefallen? Du hast gesagt, du hast die Bad Habits mitgenommen. Das war irgendwie der Grund dann auch für den Rausschmiss. Und ich glaube, das ist sogar passiert, weil du an einem Punkt vielleicht sogar
ein bisschen ein Ticken zu ehrlich warst. Ja, Mann. War irgendwie so ein bisschen, wenn man zurückkommt und sich ein bisschen damit auseinandersetzt, irgendwie, wie es gekommen ist, ein bisschen unglücklich. Ja, ja. Aber verdient, muss ich sagen. Ich muss sagen, es war vielleicht ein bisschen unglücklich, aber es war gut, dass es mir passiert ist. So konnte ich reflektieren. Weil wenn du nicht erwischt wirst irgendwann, dann lebst du so weiter und denkst, das Leben, so wie du es machst, ist richtig und so. Und so konnte ich nur bei Null anfangen. Mhm. Und das bin ich sehr dankbar für, auch wenn es sehr wehgetan hat. Mhm. Aber es war natürlich sehr hart und ich konnte nicht direkt trainieren. Ich hatte erstmal sehr großes Schamgefühl gegenüber meiner Familie, gegenüber meinen Freunden. Ich war rock bottom, so von Belgrad, fast in die NBA, dann zurück nach Deutschland und dann auf der Straße, so gesehen, in Anführungszeichen, also kein Verein. Und es war eine sehr, sehr harte Zeit. Und wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich so ein bisschen Gänsehaut, aber so negativ, weißt du, ich meine, ich habe viele Scheiße auch gebaut, die ich nicht auspacken kann, aber in der Not frisst der Teufel auch Fliegen. Ja. Auf jeden Fall hatte ich das Glück dann, dass Dennis den Verein übernommen hat, nach das 6 Monaten. Das war der Punkt, wo du nochmal genau, Mann, das war der Punkt, wo ich nochmal angreifen konnte mit Braunschweig, das habe ich natürlich dankend angenommen. Ja. Konnte mich aber nicht zusammenreißen in der zweiten Saison dann mit Braunschweig, also mit Dennis als Owner. Ja. Und wurde dann nach 3-4 Spielen als krank geschrieben, sage ich mal. Es war auch in gewisser Art eine Krankheit, muss ich sagen, die auch behandelt werden musste. Ja. Und das habe ich noch getan. Aber ich fand es einfach nicht schön in der Zeit. Ich wurde viel abgeschrieben und Leute haben mich nicht mehr respektiert. Und ich muss mir den Respekt auf jeden Fall wieder erarbeiten, beziehungsweise zeigen, dass ich das noch ernst meine, Basketball. Obwohl es mein Leben ist. So. Und, ich war so sauer auf mich selbst einfach, so enttäuscht von mir selbst, so alles weggeworfen zu haben. Weißt du, ich meine, ich habe viel trainiert, ich war viel in der Halle. Ja. Und das einfach so wegzuwerfen, war sehr schade. Und ich war so sauer auf mich. Ich habe mir selber auch Schaden zugefügt, muss ich sagen, in der Zeit, was sehr, sehr dumm war. Aber durch meine Familie dankbar, durch meine Familie konnte ich mich dann irgendwie wieder ein normales Leben führen. Ich musste dann arbeiten gehen, hatte ein paar Pro-B-Angebote, aber... Natürlich, probiere nicht das, worauf ich gehofft hatte. Ja. Bevor ich dann probiere, spiele, arbeite ich. Von daher habe ich dann erstmal gearbeitet im Lager und dann ist mir richtig klar geworden, so, wie Glück ich überhaupt hatte. Nice. Musste dann ganz viele andere Sachen noch machen, irgendwie, um Geld zu verdienen. Vielleicht hat es die Zeit auch einfach, wie du jetzt rückblickend sagst, einfach gebraucht. Dann stand das nächste Kapitel an, wo es sozusagen Step by Step irgendwie die Leiter wieder hochgeht. Was sehr, sehr schön ist, rückblickend, was mir auch sehr thematisch am Herzen liegt. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt von der Halle einmal rausgehen an die frische Luft, wo du so eine Art Karriere, Wiedergeburt erlebt hast. Und das schauen und hören wir uns jetzt mal an. Ja. Der NBC gibt mir Vertrauen. Der NBC erwartet von mir, dass ich performe. Die brauchen, dass ich performe. Die zählen auf mich. Und das ist wichtig und das brauche ich. Ich wollte nicht in ein Team gehen, wo ich nicht so wichtig bin oder wo es egal ist, ob ich 0 Punkte mache oder 10. Ich will ein Leader sein in meinem Leben und nicht nur auf dem Basketballfeld. Und von daher war es für mich der richtige Schritt. Aber ich glaube, dieses Jahr, Shoutout Dennis Schröder, der Freeze, ein Weltmeister geworden. Weißt du, ich meine, das muss man zelebrieren, der Freeze. Okay. Der muss geehrt werden von Dennis. Nice. Damit sehen wir uns.